St. Gallen im gleichnamigen Kanton gelegen, ist geprägt durch schmucke Bürgerhäuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die Stadt ist inzwischen zu einer attraktiven Wirtschaftsmetropole avanciert und lädt in vielen Straßencafés zum Verweilen ein. Die Benediktiner galten als die Begründer der berühmten Stiftsbibliothek mit mehr als 30.000 wertvollen Büchern. Wir haben insgesamt hier in der Stiftsbibliothek St. Gallen 2.100 Handschriften. Von denen stammen 400 aus der Zeit vor dem Jahr 1000, sind also 1000 und mehr Jahre alt. Wir stehen hier vor der Handschrift Nummer 357 der Stiftsbibliothek St. Gallen, das generell als das schönste Buch gilt, das in der Schweiz im 16. Jahrhundert geschaffen wurde. Weiterer Anziehungspunkt ist die St. Galler Stiftskirche mit ihrer prächtigen barocken Inneneinrichtung. Etwas weiter südlich das 2500 Meter hohe Sentis-Gebirge, das optisch die Bodenseeregion weithin sichtbar prägt. Ein Aufstieg ist genauso reizvoll wie die imposante Fahrt mit der Seilbahn. Beides wird mit einem atemberaubenden Blick auf die Bodenseeregion belohnt. Am Fuße des Sentis kann man den ganzen Sommer über in der Alpschaukäserei zuschauen, wie der gute Käse entsteht.